So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Rose Online Together mit Infaust und meiner kleinen Wenigkeit hier. Ja, der dritte Spieltag. Ja. Wir versuchen es mal. Oder eigentlich der zweite, wir hatten ja zwischendrin einen Tag, den wir komplett nicht verwenden konnten. Ja, da war irgendwie alles, die Quests waren nicht abgibbar und dann gab es Abstürze und keine Ahnung. So, und jetzt haben wir irgendwie eine Quest, die wir wiederholen müssen, warum auch immer. Backtracking. So in etwa. Und zwar war das Soul Crystal. Alt Q, Soul Crystal, Saving Children. Genau, den Quest hatten wir neulich noch fertig gemacht und dann, ja, dann haben wir eine Weile nicht gespielt. Weil ich auch ein bisschen Pause vom Game brauchte. Bei dem Game kein Wunder. Es ist... Ja, es hat jetzt so den der erste, das haben wir glaube ich schon mal, wenn der erste Spieltag, der war ja richtig gut, hat Spaß gemacht und alles. Ja. Dann kam dieser zweite Spieltag, wo wir, ich glaube, ja, sicherlich 3 Stunden Gameplay oder so dann nicht mehr verwenden konnten. Wo es dann auch nur noch genervt hatte. Ja. Ja, und dann das letzte Mal, als wir gespielt haben, ging eigentlich, also ich habe schon gemerkt, die Luft ist raus. Und jetzt hatten wir eine kleine Pause und vielleicht macht es ja wieder Spaß. Ja, schauen wir mal. Da ist schon wieder ein... Aha, ein Huhn. Die haben es hier ein bisschen mit Hühner. Ich meine hier überall die Polo Diablo-Masken. So, müssen wir mehr Hunde töten? Genau, mal wieder. Oh, der Nackte ist schon wieder da. Du und deine Nackten. Young Hornet. Biene. Wir brauchen aber Honeybees. Ha! Baby Lizard wollte uns Kill stealen. Was auch immer das sein soll. Aber als sozialfeindliche Leute, die wir nochmal sind, haben wir das verhindert. Ja, hast du ein Level up? Ja, ich habe eins gehabt mit 27 Soldier. Das hier sieht ein bisschen nach einem Hack aus. Die rennt uns jetzt hinterher, diese Baby-Lizard. Wenn es wenigstens Lizard-Ditka wäre. Und den da will ich wieder Party. Wir haben keine. Wir haben beschlossen, wir sind mit dem Spiel absolute unsoziale Menschen. Wo ich sag, meine Lebensanzeige ist jetzt hier oben. Das ist immer verschiedene Spiele. Ich verwirr mich da immer gern in den verschiedenen. MMOs. Gerade was Rotationsleisten angeht. So, Was wollen wir eigentlich tun? Das war. Weiß ich nicht. Ich bin ja gerade so ein bisschen wieder mit dem. Also, ich muss F5 drücken, um so einen Whoopi anzuvisieren. Dann F6, um ihn zu. Abzufrosten. So, So, das heilige Questlog, das hier auf Alt. Aus irgendeinem Grund muss ich nicht Alt drücken, okay. So, wir benötigen 10 Honeybee Wings von den Honeybees, 5 Mini-Bees Dingers, natürlich von den Minis, von den Mini-Dingers, genau, von den Mini-Bees und 10 Whoopi Fangs und ich habe einen. Und das Quest heißt? Soul Crystal. Echt? Bei mir steht ja, aber, is saving the children still possible? Echt? Ja. Dann war das irgendwie bloß, dass ich das nicht richtig abgeben konnte und nochmal neu spielen muss. Das ist ja dumm. Ich hab's beim letzten Mal definitiv auch gespielt gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob ich in der Quest-Folge vor dir bin. Und vielleicht noch irgendwas machen muss, dann komme ich auch wieder dazu oder umgedreht. Das glaube ich nicht. Wenn, ich glaube eher, dass es bei mir ein. So wie sieht er. Ach so, weil der schon tot war. So. Da ist wieder so ein großer Whoopi King, um den möchte ich gerne oben machen. Aber den kleinen Whoopi da oben mache ich haben. So. Freeze.
Ach, ich liebe das, wenn die schon droppen, aber weiter angreifen, weil das Programm noch nicht gemerkt hat, dass sie tot sind. Und wo bist du eigentlich abgeblieben? Bei dem Bupi. Es gibt ja hier zum Glück nicht so viele. Nö, es gibt kaum welche. Vor allem die spawnen schneller nach, als man sie töten kann. Ja, vor allem die sterben schneller, als man sie töten kann. Stimmt auch, oder? Es ist halt, ich hatte hier wieder einen, der war tot und ist halt hat weitergegangen. Also die Synchro ist absolut schrecklich. Ich glaube, langsam habe ich auch so ein Gespür davon, wenn ich schon den nächsten angreifen kann, weil der eine ja eigentlich offiziell tot ist. Ja. Oh, da kommt ein Chef. Wuppi glatten. Also, bald. Ich schaffe den Anzug. Jetzt habe ich ihn in der Zielerfassung. Boing. Oh, 300. Ja, aber wir sind ein bisschen aufgelevelt und ich glaube, die Wuppi-Chefs sind jetzt auch nicht mehr so schlimm, wie sie mal waren. Nö, geht. Ich meine, bei dir machen sie ja irgendwie. Dich machen sie so gut wie gar nicht mehr tot. Ach, der hat ihn da hinten anvisiert. Sehr schön. So, machen wir hier eben den. Den. Okay. Also bei mir ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe ja gegen den Wuppi-Chef gekämpft. Und du klaust mein Loot. Ja. Der ist den ganzen Kampf über, anstatt mich anzugreifen, ist er nach links und rechts gelaufen. Okay. Ich habe gesehen, dass meine Energieleiste ein bisschen Energie verliert. Und tot, das heißt. Meine Kämpfe sind so langweilig. Der Eiszauber hat eine relativ lange Cooldown-Zeit. Das ist eigentlich der einzige Kampfzauber, den ich habe im Moment. Ich glaube, ich auch in letzter Zeit ein bisschen, na nicht schlecht, ein bisschen unüberlegt geskillt habe, was meine Skillverteilung angeht. Dabei bin ich mir der alles verskillt. Ich habe 6 von 10 Kristallen. Ich habe mich während der Spielpause mal mit einem anderen Titel von Gravity näher befasst. Ragnarok Online. Das Spiel könnte dem einen oder anderen bestimmt ein bisschen im Begriff sein. Es war mal, glaube ich, ein relativ bekannter Titel und großer Titel. Müsste auch noch mal ein Stück älter sein als Rose. Also Rose ist definitiv aus 2005. Da ist im Sommer 2005 ist es in Korea gestartet und war dann eigentlich schon relativ schnell also international auch verbreitet. Ja, ich muss sagen, also ich wollte Ragnarok ja eigentlich schon immer mal spielen. Früher war es Pay-to-Play. Pay-to-Play? Ja, Pay-to-Play. Der eigentlich. Ja, bis vor einigen Jahren noch alle MMOs. Und jetzt nur noch World of Warcraft. EVE Online. Ja, das auch noch. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Von Ragnarök? Ja. Besser oder schlechter als Rose? Ich hab's bloß kurz gespielt. Also zum einen ist es ist alt. Das merkt man dem Spiel sofort an. Es ist grafikmäßig ja so auf frühem PlayStation 2 Niveau, würde ich jetzt sagen. Ich hatte wer
Moment, ich habe ja gerade. Kannst du mal kommen, dann kann ich auch weiterreden. Ruffy Prince. Genau, der macht mir nämlich. So, dann kann ich nämlich. Bleibt er stehen, wenn ich weglaufe? Der ist gar nicht so gut. Ja, aber ich bin halt kein Kämpfer. Ich kann F4 drücken, dass wir beide geheilt werden. Wobei ich denke eben. Ja, so. Die Grafik hat mich so ein bisschen an Phantom Brave erinnert. Ja, also die Grafik an sich war eigentlich nicht schlecht. Sie ist halt alt. Ist in einer isometrischen Draufsicht. Ohne schwenkbare Kamera, was das ganze Spiel so ein bisschen unübersichtlich macht. Was mir halt als erstes aufgefallen ist, also man sieht an seinem Charakter eigentlich keine Ausrüstung. Das Charaktermodel bleibt immer gleich. So, ich werde wieder von irgendwas Unsichtbaren angegriffen. Ach, das ist schon wieder so ein Schmetterling. Das ist ein bisschen mit dieser hageligen Steuerung nicht mal so einfach zu reden und gleichzeitig zu kämpfen. Also wie gesagt, die Charaktermodels sind bleiben immer gleich. Ich nehme mal an, dass man, wenn man dann eine bessere Rüstung hat, ab einem gewissen Level oder so, wahrscheinlich auch sein Charaktermodel sich ein bisschen ändert. Kann ich aber auch schwer sagen, weil eigentlich es gab nur Leute wie ich in ihrer Newbie-Rüstung oder Leute, die definitiv verschiedene Kostüme getragen haben. Ich fand es auch relativ frustrierend, also vom Schwierigkeitsgrad her. Was mir halt so als allererstes aufgefallen ist, ich greife schon wieder unsichtbare Gegner an. Der, was mich dann so am meisten frustriert, also mein Charakter, wollte dann halt Dieb werden. Und dann wird man, um Dieb zu werden, spricht man mit dem NSC, der teleportiert dann zum Hauptquartier der Diebe. Und das ist eigentlich ein totales Labyrinth und ich bin da auch gleich drin verstorben. Weil man halt mit dem Anfangcharakter, wenn man da versehentlich hinkommt, nicht wirklich eine Chance hat. Und hab dann nimmer zurückgefunden, dieses Labyrinth. Ich hab dann oben in der Stadt gespawnt. Und es ist dann eigentlich auch oben im Spiel so, dass man recht schnell stirbt. Gut, man kann jetzt wieder argumentieren, dass man halt in solchen Spielen Party spielen muss. Und gerade ältere MMOs waren ja wesentlich mehr auf die Party ausgelegt. So, ich kann... Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wie gesagt, ich hatte mehr von dem Spiel mehr erhofft. Ja, bin da schon enttäuscht irgendwie. Okay, also es ist keine wirkliche Alternative. Nee, es ist jetzt auch nichts, was man irgendwie spielen muss. Gut, es ist jetzt Rose Online ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das war lustig. Aber... Mal was anderes. Ich bin definitiv der letzte Mensch, der mit alten Spielen Probleme hat. Ich meine, du weißt ja, was ich zock. Ja. Ich bin ja mittlerweile schon fast zu einem Retro-Gamer avanciert. Und ja, zum einen alten Spiele haben mittlerweile einfach das bessere Gameplay. Das sieht man wunderbar, wenn man Skyrim mit Morrowind vergleicht. Skyrim war ja vereinfacht bis zum Gehtnimmer. Teilweise bis ins Lächerliche schon runter. Ich meine, Entscheidung, die du in Skyrim getroffen hattest, hatte ja wirklich Konsequenzen aufs Spiel. Naja, außer dieses, schließt du dich diesen einen so Typen an. Oder den anderen. Mendeln und Kaiserreich, das war so das Einzigste. Ja. Aber ansonsten gab es absolut keine Konsequenzen in dem Spiel. Der Wubi, Gludon kannst du den mal tot machen. Und im Morrowind war es halt so, wenn man dass auch die Gilden untereinander unterschiedliche Beziehungen hatten. Und wenn man in einer Gilde recht Ansehen hatte, kann sein, dass halt eine verfeindete Gilde von denen, dass Leute, die mit denen in Verbindung standen, gar nicht mit dir geredet haben. Oder teilweise hat es auch gereicht, dass du denen
Du musstest denen nicht mal beitreten, wenn du halt einfach für wichtige Mitglieder von denen Quests erledigt hast oder so. Und es ist ja bei Skyrim absolut nimmer. Oder was ich zum Beispiel noch schlimmer fand, in Oblivion, wenn wir da höhere Level hatten, waren die armseligsten Banditen auf der Straße hatten solche Sachen wie Daedra-Rüstungen und dergleichen, die ja eigentlich total wertvoll sind. Ja, und da ist es jetzt eigentlich, ich glaube in MMOs sieht man es auch so, die Spiele sind, wenn man die mit den alten MMOs vergleicht, also Wrong's Child oder Ultima Online, das sind die von den Mechaniken schon reduziert. Ja, die wollen halt jeden Gamer ansprechen, also auch die, die nichts Gaming machen. Ich meine, kann man der Firma nicht vorwerfen, dass sie ihre Spiele so baut, dass sie sich meistmöglichst verkaufen. Andererseits finde ich halt, es sollte immer noch komplexe Titel geben. Wo auch mal ein erfahrener Spieler ein bisschen was davon hat. Ich meine, ich merke das momentan an den Saga-Spielen. Ich spiele ja total gerne Konsolenrollenspiele. Die sind ja eigentlich ziemlich simpel. Im Grunde Press A to win. Kampfsystem. Und ein Spiel, das da eine Spielereihe, die da ein bisschen andere Wege geht, ist die Saga-Reihe, besonders Unlimited Saga. Das Spiel ist Grafik auf Minimum reduziert. Es hat zwar wunderschöne Zeichnungen und so, aber im Grunde bist du nur in Menüs unterwegs. Das ist zum Beispiel eine Stadt in Unlimited Saga, hast du halt quasi so im Hintergrund ein Bild von der Stadt und dann kannst du über ein Menü verschiedene Orte auswählen. Und auch die Orte selber, das ist alles immer nur so menümäßig. Und auch die Dungeons selber sind quasi, das ist aufgebaut wie ein Spielbrett, auf der du deine Spielfigur hin und her bewegen kannst. Und der wahre Fokus von dem Spiel ist halt wirklich seine Spielmechanik. Es gibt zum Beispiel alleine für das Öffnen der Schatztruhe gibt's. Oh, Moment, ich muss sterben. Das ist der richtige Zauber. Oh, fuck! Ich hab gerade irgendwie meine Skillliste gelöscht. Wie auch immer ich die Kraft hab. Ich kann nicht mehr skillen. Oh. Ach ja, ich weiß, was ich. Nein, jetzt ist er kommt. Moment, ich muss mich mal hier zurückziehen. Was wollte ich sagen? Ja genau, ist quasi wie ein Spielbrett aufgebaut, wie ein Brett, Spielbrett. So, wo sind alle meine Skills? Und du kannst halt auch, deine Charaktere können auch verschiedene Skills erwerben, die du auf diesem Spielbrett anwenden kannst. Du hast zum Beispiel dass du dich nach versteckten Schätzen umschauen kannst. Wenn du die gefunden hast, hast du verschiedene Skills, um die Schatztruhen zu knacken. Es gibt zum Beispiel Glücksspiel. Wenn du den erfolgreich anwendest, hast du eine höhere Chance, dann gute Sachen da drin zu finden. Dann kannst du nach Fallen gucken. Du kannst diese Fallen entschärfen. Du kannst die Schatztruhe knacken. Per Schlösser knacken. Oder du entscheidest also, ich kann das nicht. Ich drehe da einfach dagegen und breche die mit Gewalt auf. Und das sind also diese Spielmechanismen, die ich schön erfinde. Wo mir halt ein bisschen mehr gibt, als immer nur den einen Knopf zu drücken. So, und jetzt möchte ich meine Quickbar zurückhaben. Hallo? Das ist jetzt scheiße. So, gucken wir doch mal in Game-Option. Interface. Da kann ich es ja nicht wieder anklicken. Ja, da wäre es halt sinnvoll. Ist klar, dass es da nicht ist. Wie die. Vielleicht ist es bei Clans irgendwo. Passt sie gar nicht hin. Irgendein Knopf gekommen als. Und dann war plötzlich die Quick. Also meine Quickbar leer. Und. Alt 3. Ah ja, das scheint mal. Ah ja, ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, wie ich gemacht habe. Und warum, aber ich habe meine Quickbar wieder.
Und ein Level-Up dafür. Ja, du levelst nicht. Ich stehe hier nur zum Leechen. So, haben sie ja irgendwie so ein bisschen in meine Virentheorie, was Spielemechaniken angeht. Ken Ghost. Ich habe 10 von den Whoopi-Fang. Da du ja den Quest nicht spielen musst, kann ich eigentlich gleich Bienen töten. Okay. Irgendwie habe ich das Bienentöten in schlechter Erinnerung. War da nicht irgendwas, das immer so Blut gespawnt hat oder so? Genau, die Hornets irgendwie, die alles jeden und sofort angegriffen haben. Ja, die haben ja extrem Akku. Die anderen Bienen, die nicht. Ich muss links laufen, genau. Nicht rechts klicken, links klicken. Immer schön links. Das Spiel macht mit rechts gar nichts. So. Die Hornissen bewachen hier ihre Bienenherde. Das finde ich. Ah, jetzt greift die mich an, oder was? So. Freeze! Und. Freeze! Ja, okay. So. Honeybee. Ich krieg die Honeybees schon fast One-Hit tot. Und dann kommt Wissen und nerven mich. Also zwei brauche ich schon, aber beim zweiten dafür merke ich, wenn die gestorben sind. Also, wenn ich mit meinem einen Zauber auf die drauf zauber, auf die Honeybees, dann ist halt nur noch so ein ganz kleiner Fetzen vom roten Energieball drüber. Aber dann stehe ich halt. Wird mir irgendwie angezeigt, wie lang? Naja, ich würde mal sagen, so 10 Sekunden Cooldown habe ich schon. Zack, so. 320 Schaden mache ich so im Schnitt. Bumm. Ah, ich habe wieder so eine Hornisse. Ich überlege gerade, ob ich die einfach ignorieren soll, weil wirklich Schaden macht die nicht mehr bei mir. Als wir das erste Mal gespielt haben, bin ich immer fast gestorben, wenn so eine Hornisse kam. Spieleabend interessant gestaltet. Ne, die hat. Die Energiebalken von der ist doch leer. Vor allem auch die Energiebalken. Der Energiebalken. Jetzt hat sie sich mal entschieden zu sterben. Man levelt hier draußen voll schnell. Heute ist ja gar kein Wochenende. Sondern gesagt, vielleicht ist ja irgendwie doppelt, super, mehrfach, mega. Okay. Ja, also was machen sie auf dem Planet Side jetzt ab und zu? Diese Planet Side 2. Ich habe den ersten Teil noch nie gesehen, irgendwie. Den gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann habe ich Planet Side 2 auch mal wieder reinschauen. Ja, man muss erst den Mega-Patch laden. Ja, gut, die haben ja auch viel geändert. Ich konnte mir es zwar selber noch nicht angucken, aber ich habe mir mal so ein bisschen was durchgelesen, was ja alles kommen soll. Also, die machen das Verteidigen von Basen, ist ja jetzt wohl verbessert worden. Wo ich sterbe. Wo ich auch. So, bleib mal in meiner Nähe, sonst geht er. Sag, ah ja, ich hab dich. Ja, hab ich mich auch geheilt? Nee, aber jetzt. Ich hab irgendwie das Problem, dass ich die nicht alle richtig tot krieg. Ich treff die mal nicht. Ja, die haben dann irgendwie, der Energiebalken ist leer bei den Hornissen, aber die sterben. Ein Katzengeist. Also die haben eine gute Magieverteidigung. Warum? Hallo, warum sind da gerade 4 Stück von gespawnt? Da frag ich mich auch, lauf, ich hab... Ja, das ist schon lang vorbei. Das ging ratzfatz. Und, belebe dich. Sobald ich... Du stehst bei mir noch, also ich kann dich noch nicht resurrecten. Also ich bin Safe Town, Current Field, also habe ich zur Auswahl. Und du hast hier 3 Geister noch, weil die irgendwie gespawnt.